Bei dem Vorhaben, die Kontrolle über deine Privatsphäre zurückzugewinnen, ist es möglicherweise nicht genug, nur deine IP-Adresse zu verbergen. Falls ein Inhalteanbieter beispielsweise die eingestellte Sprache deines Browsers überprüft, kann er über diesen Umweg Rückschlüsse auf dein Herkunftsland ziehen. Aus diesem Grund stellt CyberGhost dir weitere Tools zur Verfügung, mit denen du zusätzlich den Zugriff auf persönliche Daten unterbinden kannst. Du findest die entsprechenden Optionen in den Einstellungen zum Programm. Starte CyberGhost VPN und klicke auf das Zahnrad-Symbol im oberen rechten Bereich des Programmfensters, um die Client-Einstellungen aufzurufen. Dort aktivierst du nun das Register Privacy Control und widmest dich zunächst dem Bereich Anti-Fingerprinting. Aktiviere beide Optionen, um zu verhindern, dass deine Herkunft über deinen Browser oder dein Betriebssystem identifiziert werden kann. Darüber hinaus lässt sich deine Privatsphäre dadurch stärken, dass du im Bereich Content Blocker den Zugriff bestimmter Webdienste auf deinen Rechner einschränkst. Hierzu aktiviere bitte beide dort vorhandene Optionen. Die erste verbietet Social Plugins wie den Facebook-Like-Button, Daten zu senden, die zweite hindert Tracking-Websites daran, dein Surfverhalten zu beobachten. Die letzte Option schließlich erweitert die Gültigkeit der von dir vorgenommenen Einstellungen auch auf sichere HTTPS-Seiten wie jene deines Online-Bankkontos. Hierfür musst du allerdings ein Sicherheitszertifikat installieren. Klicke bei den entsprechenden Fragen einfach auf OK und anschließend auf Installieren und lasse deinen persönlichen Schutzgeist seinen Job erledigen.